Wenn im Herbst die Touristen abreisen, sind die Isländer wieder unter sich. Mit ihrer Natur, mit Eis, Kälte und den Sorgen. Die Isländer haben in ihrer Geschichte Vulkanausbrüche, Erdbeben und Hungerkatastrophen überstanden. Doch nach wie vor setzt ihnen die Finanzkrise zu. Sie ist unsichtbar. Viele Familien pilgern zu den Orten, die bereits ihre Vorfahren, die Wikinger, magisch anzogen. Geysir ist ein Teil unserer Tradition. Wir sind sehr stolz darauf. Die Banken haben uns regelrecht das Geld aufgedrängt. Ich war ein Teil des Konsumrauschs. Jeder fühlte sich großartig. Es ist tragisch, aber es war unvermeidbar, dass die Blase platzen musste. Island ein Jahr nach dem Staatsbankrott. Reykjavik im Herbst 2009. Das Ethno, das älteste Theater im Stadtzentrum. Schauplatz eines überraschenden Comebacks. Hannes Holmsten Gisoarsson betritt wieder die politische Bühne. Ein Jahr lang war der Professor und neoliberale Vordenker Islands abgetaucht. Wir diskutieren über die Zukunft Islands. Ob freier Markt und Kapitalismus, wofür ich stehe, oder für den Wohlfahrtsstaat nach dem schwedisch-europäischen Modell, wofür Kristin steht. Ja, das ist der demokratische Weg in Richtung Europa. Damit kennen sich die Deutschen sehr gut aus, wie auch die Skandinavier. Selbst der abgebrühte Professor ist nervös. Die Isländer nennen den früheren Regierungsberater einen Priester des Kapitals. Er hat die Privatisierung der Banken empfohlen. Der 56-jährige Marktradikale ist in Island einer der umstrittensten Männer. Hannes tritt auf einer Veranstaltung der Sozialdemokraten auf, beim politischen Erzfeind. Man streitet sich 2 Stunden über das Finanzdesaster. Lösungen sind keine in Sicht, aber man hört sich gegenseitig zu. Immerhin. Eine Verantwortung für die Krise lehnt Hannes kategorisch ab. Ich möchte den Isländern sagen, ihr hättet auf die Warnungen unseres Regierungschefs hören sollen. Er war der Rufer in der Wüste, nachdem er das Amt des Premierministers 2004 niedergelegt hat. Er hat wiederholt vor den Banken gewarnt und gesagt, dass wir in einer Blase leben, die nicht ewig aufrechterhalten werden kann. Wir hätten auf ihn hören sollen. Ich und alle anderen auch. Das ist unser Fehler. Dann aber wurden wir auf dem Altar Europas geopfert, infolge des Verhaltens der Engländer und des Fehlens einer Absicherung durch die Zentralbank. Auch Haldur Gudmundsson ist in Island bekannt wie ein bunter Hund. Der Verleger hat den Wandel seiner Heimat aus nächster Nähe miterlebt. Seit einem Jahr beschäftigt sich der 53-Jährige mit den Folgen. In Bonn ging er zur Schule, in Kopenhagen studierte er die deutsche Sprache. Der Schriftsteller staunt noch immer. Wohnhäuser haben wir jetzt so für die nächsten 3 Generationen der Isländer. Der Publizist hat das unglaubliche Island-Abenteuer seiner Landsleute aufgeschrieben. Sein Buch über die sogenannten Business-Wikinger hat ihn international bekannt gemacht, mit einer einfachen Formel. Wir sind alle Isländer. Wir sind alle Isländer weist ja darauf hin, dass dies doch nicht ein isoliertes isländisches Problem ist. Es ist doch so, dass es eine globale Finanzkrise ist und dass viele andere westliche Länder dasselbe wie wir erleben, bloß in einem längeren Zeitraum, mehr schleichend, nicht als einen solchen Schock, aber doch mit vielen derselben Probleme jetzt kämpfen müssen.
Island war bis zum Finanzcrash das fünftreichste Land der Welt. Seit Oktober 2008 wurden die wichtigsten Banken verstaatlicht, eine Regierung aus dem Amt gejagt. Es ist eine bizarre Krise. Man sieht keine Armut, dennoch ist die Insel heute der reichste bankrotte Staat der Welt. Wer genauer hinschaut, bemerkt Spuren. McDonald's zum Beispiel gibt auf. Zu teuer wurden die importierten Zutaten. Das Ende des amerikanischen Fastfood-Imperiums, ein Symbol. Jetzt wird wieder einheimisch gegrillt. Statt McDonald's, Metro, die isländische Hamburgerkette. Es herrscht Katzenjammer. Wir erwarten nichts. Nein, ich erwarte auch nichts. Wir versuchen abzuhauen. Dänemark oder so. Ich habe das Gefühl, im Augenblick passiert gar nichts. Ich fürchte, die Leute verlieren die Geduld. Besonders die Familien, die ihre Häuser verlieren. Hoffentlich passiert bald was. Nein, ich weiß nicht, was kommen wird. Jeder hofft natürlich, dass es besser wird. Island ist besser ohne die EU dran. Ich denke, eigentlich sind wir doch eine reiche Nation. Sieben Uhr früh. Kópavogur, ein Vorort von Reykjavik. Familie Lindahl müht sich in den Tag. Es ist Frühstückszeit. Drei der vier Kinder gehen noch zur Schule. Jakob ist Architekt, seine Frau Nanna Angestellte. Es ist eigentlich wie immer und doch ist alles anders. Manchmal schaffen wir es. Wir versuchen einfach nicht daran zu denken. Es ist jeden Tag Schule. Wir tun so, als ob sich nichts geändert hat.